Ja, Hallöchen und willkommen zum Livestream, zur Ankündigungsvideo für den 26. Livestream. ja, wer jetzt gestern Abend oder letzte Nacht dabei war bei Sam & Hex Season 2, ich habe seitdem noch nicht geschlafen. Also wir haben jetzt 11.12 Uhr und ich hab um 4:30 oder so um 4:30 ausgemacht und bin immer noch wach. Aber da ich weiß, dass ich sonst heute Abend einschlafen werde, werde ich mich jetzt gleich noch zwingen, noch ein bisschen zu schlafen. Ja, ich wollte nur kurz sagen, wie angekündigt, heute Abend der nächste größere Livestream. Ich plane übrigens jetzt auch für die kältere Jahreszeit oder auch, wie man sagt, für die dunklere Jahreszeit, dunklerere Jahreszeit mehrere Streams. Es ist übrigens dieses Disco-Lied aus Jürgens Schloss in Baden-Württemberg, in Stuttgart, bei Stuttgart. Ja. Das ist das Lied, was Shen nicht gefunden hat, was ich aber sofort gefunden habe. Ich habe das gesehen. ja, was ist geplant? Also wie angekündigt, werden wir heute Sam & Max Season 2 auf jeden Fall zu Ende spielen. ja, Entschuldigung, jetzt ist die Musik ein bisschen lauter hier. Ich muss das mal eben leiser drehen. So ist, glaube ich, besser. So ist, glaube ich, besser. Alter! Das ist auch so laut. Gut, wie gesagt, Sam & Max Season, ich habe mir hier auf, ich habe mir hier ein paar Stichworte gemacht. Ich habe hier keine Politikwerbung gemacht, deshalb habe ich das zugehalten. Aber ich denke mal, die meisten Leute haben es erkannt. Einige werden sich, also Sam & Max Season 1, Season 2 und 3 wird gespielt und wir fangen nochmal die Hitman-Reihe von vorne an. Jetzt werdet ihr euch fragen, boah, schon wieder Hitman. Ja, wir spielen nochmal Hitman, denn die Schlauberger wollte ja in HD nachreichen alles auf YouTube und hab vergessen, die letzten Hitman-Sachen alle zu highlighten und die sind alle weg. Naja, aber Hitman macht mir sowieso viel Spaß zum Spielen, deshalb ist das eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Einige von euch, besonders glaube ich der Marcel, wird jetzt Mario 64 vermissen. Mario 64 habe ich nicht vergessen. Es wird auch noch gehighlightet und auf YouTube noch nachträglich veröffentlicht. Da müsste ich mich eigentlich heute spätestens morgen mal dran setzen, alles zu highlighten. Sonst ist dann alles wieder weg. Das wird für die nächsten kleineren Streams geplant sein, die so unter der Woche mal spontan sind. Ja, dann ist ein Shannon sich speziell ein Spiel gewünscht, weil ich damit auch sehr viele Kindheitserinnerungen habe, sofern ich überhaupt noch Erinnerungen an die Zeit habe, ist das Spiel Erben der Erde. Das ist ein sehr, sehr altes Point-and-Click-Adventure. Könnt ihr auch mal auf Kanal suchen, das werde ich dann, ich weiß gar nicht, habe ich das in HD gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ne, nicht in HD. Dann kann ich es auch direkt in HD einmal machen. Und das ist auf jeden Fall für die kleineren Streams mal geplant. Oder es kann auch sein, dass wir das mal bei diversen größeren Streams machen werden. Das weiß ich aber nicht, das ist immer spontan dann abhängig. Eine andere Sache, wo ich gerade von größeren und kleineren Streams spreche, die... die Zahl... die Zahl, die ihr da seht. Ich überlege, ob ich die Nummerierung für die großen Streams drin lasse, damit wir die großen Streams da rausfiltern können, oder ob ich sie generell ganz weglasse. Da bin ich noch mit mir am Ringen. Das muss ich mir nochmal genau überlegen, weil wenn ich jetzt regelmäßiger streame, dann geht die Zahl von quasi im Sommer, bleibt die auf einer Konstante und dann in der Mitte, BUM, durch die Decke. Ja. Da wäre dann die Durchnummerung meines Erachtens sinnvoller, wenn wir konstant so ein Grundrauschen hätten, wie man das immer so schön sagt. Sollen wir mal gucken, dass das Lied nicht gleich von alt zu Ende ist. Schleife. Ja. Dann, was habe ich denn noch stehen? Hitman habe ich, das habe ich, Zahl habe ich, Sam Max. Achso, habe ich schon gesagt, wann es heute losgeht? 19 Uhr, egal, wenn ich sage jetzt nochmal, es geht heute um 19 Uhr los. Wo? Auf Twitch, ist klar. Da fällt mir auch übrigens ein, das fällt mir, habe ich gar nicht draufstehen. Ich bin seit gestern, wie heißt das Wort? Affiliate? Twitch-Partner. Twitch-Partner. Ihr könnt mich via Prime-Abo oder auch so Abo unterstützen mit $4,99 monatlich. Könnt das beliebig lange machen. Müsst ihr nicht. Ich will es nur darauf hinweisen.
Das dazu. Dann für die Streams sind natürlich auch viele, viele Spiele geplant. Ich überlege sogar, ob ich das dann nicht in Zukunft so mache, dass ich Spiele vielleicht als Stream aufzeichne für YouTube und das dann highlighte, weil das erspart mir natürlich eine gewisse Schneidarbeit auch noch. Wobei, so viel schneiden tue ich eigentlich, ich schneide eigentlich gar nicht. Aber das entspart mir das Hochladen. Das ist dann, verschiebe ich jetzt einfach von Twitch zu YouTube. Und auf Twitch hätte ich es auch noch als Highlight, so quasi als Backup, falls YouTube mal irgendwo sagt, nö, wir machen hier nichts mehr mit Monetarisierung. Wobei das jetzt für mich auch kein ausschlaggebender Grund ist, weil ich ja nebenbei noch normal arbeite und das nicht als Haupteinnahmequelle habe. Und so viel verdient er ehrlich gesagt auch nicht. Das haben wir. Weitere Spiele, wie gesagt, sind in Planung. Da ist zum Beispiel noch sowas drin wie Omerta, Cities of Gangsters heißt das, glaube ich. Gucken wir mal kurz nach. City of Gangsters, genau. Dann haben wir Life is Strange ist noch dabei. Dann haben wir noch Bioshock 2 ist auch noch in der Warteschleife. Sherlock Holmes, Crimes and Punishments und Sherlock Holmes Devil's Daughter ist auch noch in der Pipeline. Also da ist noch einiges im Kommen. Bioshock Bioshock Infinite. Ihr habt schon lachen. Also mein Englisch ist katastrophal. Ich kann sowas nicht aussprechen. Und Black Mirror ist auch zum Beispiel auch noch in Planung. Dann will ich natürlich auch noch die ganzen Batman-Teile in HD nachreichen. Also Arkham Asylum, Arkham City davor nämlich. Und dann muss ich noch Arkham Knight natürlich will ich auch nochmal machen. Aber dafür brauche ich, glaube ich, einen besseren Rechner. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also es ist auf jeden Fall noch einiges in der Pipeline, was ich jetzt halt vorab zu machen. Und da fällt mir dann ein, was ich jetzt mir gerade auch installiert habe. Das ist für die Leute, die Payday 2 bei mir immer geguckt haben. Payday 2, muss ich sagen, ist bei mir so ein bisschen zur Zeit die Luft raus. Ich schließe nicht aus, dass die Lust an dem Spiel wiederkommt. Aber wir haben jetzt von den Machern von Payday 2, also von Overkill, das Spiel, ich weiß gar nicht, ist das von Overkill oder ist das von Line Game Line? Ich guck mal eben kurz, ob ich das im Shop finde. Die haben ein neues Spiel rausgebracht, das schimpft sich Raid World War 2. Das ist quasi sowas wie Payday 2. Oh, die Beta kostet 33 Euro. Das ist von. Entwickler ist Lion Game Line und Publisher ist Starbreeze Publishing AB. Also der Publisher ist der gleiche wie bei Payday 2, aber der Entwickler ist ein Koop-Partner von Payday 2. Das würde ich gerne auch ein bisschen mal spielen. Das ist für die Leute, die Payday 2 haben, kostenfrei. Zumindest die Beta. Ich weiß jetzt nicht, wie das später mit dem Hauptspiel wird. Ich werde es mir auf jeden Fall mal irgendwie mal anschauen und also bei Steam wird es beworben mit Raid World War 2 ist ein actionreicher Koop-Shooter mit 4 Spielern, der zu einer Zeit spielt, als die Kriegsmaschinerie der Deutschen noch auf vollen Touren lief und die Hoffnung der Gegenseite schwanden. Das ist so im Stile wirklich von Payday 2, wenn ich mir jetzt die Bildchen angucke. Ich werde es auf jeden Fall mal mir genau angucken. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt hier die deutsche Version? Ich weiß es, ich erkenne es gerade nicht. Hier ist auch nirgendwo irgendwie ein Vermerk oder so. Close Beta, click here to install. Hier steht leider nicht irgendwie, ob das jetzt die deutsche Version zensiert ist. Bitte beachten, aufgrund von Zensurbestimmungen ist die geschlossene Beta-Test in Deutschland nicht verfügbar. Okay, ich habe hier Open Beta dann und nicht hier geschlossene Beta. Ist ja egal, ich kann es auf jeden Fall mal spielen. Und das würde ich dann auch gerne mal machen und dann auch mal euch zeigen. Jetzt labere ich schon wieder viel zu lange. So lange wollte ich eigentlich gar nicht labern. Naja, egal. Ja, das Shen sagt gerade, da steht weitere. Da steht auch in der ersten Zeile Hauptspiel und da sind 2 Spiele. Ja, das Bild ist entstanden für eine ganze. Für die kommenden Streams und dann bleibt das halt so stehen. Ich kann jetzt natürlich in Zukunft dann in Klammern das E immer in Klammern schreiben. Egal. Wie gesagt, 19 Uhr geht's heute los auf Twitch und wir sehen uns dann heute Abend. Ich gehe jetzt noch ein bisschen pennen und vielleicht noch was essen.
Nee, oder? Mal schauen. Gut, wir sehen uns heute Abend. Adios, for now. Ciao, ciao.